Hi, ich bin Iris und heute gibt es den fünften Teil meiner Bookshelf-Tour. Auch hier wieder der gleiche Disclaimer as always. Falls ihr ein Problem mit vielen ungelesenen Büchern habt, dann schaltet am besten jetzt ab. Mich stört das Ganze nicht. Ich habe so eine kleine Bibliothek aus Büchern, die ich gelesen habe, die ich nochmal lesen möchte, deswegen sind sie auch noch hier. Und alle anderen Bücher, die mir gut oder so lala gefallen haben, die fliegen gleich raus. Weil wenn ich sie nicht nochmal lesen möchte, dann brauche ich sie nicht hier haben, weil irgendwer freut sich drüber. Und warum sollte ich irgendwem seine Bücher wegnehmen? Möchte ich nicht, mache ich nicht. Deswegen, die Bücher, die noch in meinem Bücherregal sind, sind also absolute Highlights und werde ich wahrscheinlich nochmal lesen. Und ansonsten würde ich sagen, quatsche ich gar nicht lang weiter, sondern wir starten mit dem Video. Natürlich seht ihr das Bücherregal, um das es heute gehen soll, auch noch einmal im Überblick. Und bei dem Video würde ich euch definitiv raten, aufzupassen, denn da sind einige meiner absoluten Highlights mit dabei. Also falls ihr neue Buchempfehlungen braucht, dann schaut euch dieses Video unbedingt an. Ich meine, Brittany C. Cherry ist sowieso eine meiner Top-Lieblingsautoren, aber es sind auch noch einige andere super Bücher dabei, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Deswegen reinschauen lohnt sich, weiterschauen lohnt sich auch und ja, viel Spaß! Und hier habt ihr das oberste Regalbrett nochmal im Überblick. Und dieses beginnt mit zwei Büchern, die ich sehr, sehr gerne habe. Und zwar Ice Planet Barbarians von Ruby Dixon, Band 1 und ich glaube Band 4. Band 2 und Band 3 habe ich als E-Book gelesen, weil ich es einfach nicht erwarten konnte, bis ich die Bücher bei mir hatte. Und diese Reihe ist auch eine Neuentdeckung für mich. Ich mag den Schreibstil der Autorin sehr gerne. Ich mag die Geschichte und die Welt, die sie aufgebaut hat. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass die Bücher nicht weiter übersetzt werden, was mich in Bredouille bringt. Das heißt, ich muss die Bücher wahrscheinlich auf Englisch weiterlesen. Aber um es kurz zusammenzufassen, wir haben hier Smut, und zwar Science-Fiction-Smut, kann man schon sagen. Unsere Protagonistin wird von Aliens entführt und notlandet mit anderen Frauen in ihrem Alter auf einem fremden Planeten, auf dem sie sich zurechtfinden müssen. Und dort werden sie von den Einheimischen quasi mehr oder weniger gefunden. Und was dann passiert, müsst ihr selbst lesen. Wie gesagt, mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich mag bis jetzt jeden Band der Reihe sehr, sehr gerne und kann die euch wirklich nur empfehlen, falls ihr auf Science-Fiction-Smut steht. Dann geht's weiter mit Selbst ist die Fee von Leon Morris. Und das habe ich noch nicht gelesen. Das ist eine Cinderella-Neuerzählung, also auch wieder eine Märchenadaption. Und in der Geschichte ist die gute Fee im Vordergrund, denn sie muss dafür sorgen, dass die Cinderella-Geschichte so ausgeht, wie sie halt eben ausgeht. Allerdings ist unsere Cinderella ziemlich sturköpfig und nicht so wirklich interessiert am Prinz. Und der Prinz ist eher an der Fee interessiert und dass die Fee auch irgendwie einen Crush auf den Prinz hat, bringt die Sache nicht weiter voran. Aber wie es letztendlich ausgehen wird, muss ich selbst noch lesen. Ich freue mich sehr darauf. Dann kommen wir zu einer weiteren Fantasy-Reihe, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar Noras Welten, der erste Band Durch den Nimbus, der zweite Band Weltenbruch und der dritte Band Die Nebelwanderin von Madeleine Puljik. Und in der Geschichte geht es um eine Frau, die sich quasi in Bücher hineinlesen kann. Also wenn sie was liest, dann befindet sie sich da, was sie gerade gelesen hat. Also wenn sie einen Werbespot sieht mit New York, dann befindet sie sich auf einmal in New York und muss schauen, wie sie wieder heimkommt. Weshalb sie für sich so ein paar Techniken entwickelt hat, um heil durch ihren Alltag zu kommen. Doch als er einen Psychologen findet, der auch Hypnose anbietet, sieht sie die Hoffnung, vielleicht doch eine Lösung für ihr Problem zu finden. Jedoch kommt alles ganz anders. Als sie versucht, ihre Gabe zu demonstrieren, liest sie aus Versehen sich selbst und den Psychologen in den Fantasy-Schmöker, den er gerade liest. Und beide haben das Buch nie zu Ende gelesen, also sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Und die Geschichte fand ich wahnsinnig toll. Wir haben eine schöne Liebesgeschichte dabei und historischen High-Fantasy, den ich absolut geliebt habe. Also die Stories fand ich so, so toll und kann ich auf alle Fälle auch nur empfehlen. Dann geht's wieder weiter mit einer New Adult Geschichte, die ich noch nicht gelesen habe, und zwar Behind Me von Nina Schilling. Und auch dieses Buch muss ich noch lesen, weshalb ich euch auch dazu nicht allzu viel erzählen kann. Dann geht's weiter mit den ersten zwei Bänden von Kingdom of the Wicked, Der Fürst des Zorns und Die Königin der Hölle von Carrie Maniscalco. Und auch diese Bücher habe ich noch nicht gelesen, aber wenn man den ganzen Leuten Glauben schenken darf, dann ist das eine ganz schöne actionreiche Fantasy-Geschichte. Ich glaube auch mit ein bisschen Erotik. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, da kann ich mich auch darauf einstellen, dass das hauptsächlich einfach krasse High-Fantasy-Action-Sachen sein werden. Und ich freue mich da riesig drauf. Dann geht's wieder weiter mit einer New Adult-Geschichte, die ich auch noch nicht gelesen habe. Und zwar The Shadows on Your Soul von Fabienne Herrion. Und in der Geschichte haben wir so einen Rich Guy trifft auf armes Mädchen. Ding. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber auf alle Fälle entsteht zwischen den beiden was und wie genau und was da alles passiert, muss ich selber lesen. Ich glaube, auch da wird ein bisschen was an Erotik mit dabei sein, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe noch nichts über dieses Buch gehört, aber ich habe den Klappentext in der Buchhandlung gelesen und es hat mich einfach direkt angesprochen. Deswegen
Wollte es auf alle Fälle mal ausprobieren und habe es mitgenommen. Dann geht's weiter mit When It's Real von Aaron Watt. Und auch dazu habe ich, glaube ich, eine Rezension gedreht, verlinke ich euch in der Infobox. Und in diesem Buch haben wir eine Fake-Beziehung zwischen einem normalen Mädchen und einem Superstar, aus der dann wahrscheinlich mehr werden wird, wie ihr es euch wahrscheinlich schon denken könnt. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen langsamer erzählt, es ist eine schöne Liebesgeschichte, aber wirklich zu empfehlen. Wenn ihr allerdings die Paper-Reihe von Aaron Watt gelesen habt, dann ist das ein Unterschied von schwarz zu weiß. Also definitiv nicht ansatzweise so viel Erotik. Ich glaube, dass es nicht einmal überhaupt Erotik in diesem Buch gibt. Es erinnert jetzt eher an einen Young Adult Roman, als jetzt die Paper-Reihe. Mir hat es nichtsdestotrotz sehr gut gefallen und ich möchte es gerne irgendwann mal wieder lesen. Deswegen ist es nach wie vor bei mir. Dann geht's weiter mit Das Mädchen mit dem roten Zopf von Nechama Birnbaum. Und das Buch basiert auf einer wahren Begebenheit. Wir begleiten hier ein jüdisches Mädchen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Auch das habe ich noch nicht gelesen, aber ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet und hoffe, dass es mich umhauen wird. Auch das nächste Buch habe ich noch nicht gelesen, und zwar Das Leuchten deiner Worte von Eliza Hart. Aber auch da bin ich sehr gespannt drauf. Der Klappentext hat mich angesprochen, deswegen habe ich es angefragt und ich bin sehr gespannt, was das Buch für mich bereithalten wird. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht gelesen. Genauso wie das nächste Buch, Whistleblower Between Love and Truth von Kate Marchant. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es in der Geschichte darum, dass unsere Protagonistin mitbekommt, wie, ich glaube, Schülerinnen von ihrem Lehrer belästigt werden. Und sie kriegt das irgendwie mit, weiß aber nicht, ob sie das Ganze preisgeben soll und den Lehrer somit ins Ausschießen soll. Und irgendwie ist sie auch noch in den Jungen verliebt und ich glaube, dass der das auch weiß. Irgendwie so ist der, also der ist da irgendwie mit verstrickt. Also eine bisschen kompliziertere Sache. Nichtsdestotrotz finde ich, klingt der Klappentext sehr, sehr spannend und ich lasse mich einfach überraschen. Ich glaube, dass die Geschichte was drauf hat und mich auch emotional berühren kann. Deswegen bin ich gespannt, was mich hier so erwarten wird. Dann geht's weiter mit One Small Thing, eine fast perfekte Liebe von Aaron Watt. Und auch das ist eher eine Young Adult Geschichte. Also ich kann mich auch hier nicht daran erinnern, dass es da Erotik-Szenen gab. Allerdings ist die Geschichte an sich sehr interessant, denn unser Protagonist wird, glaube ich, des Mordes beschuldigt. Und zwar an der Schwester unserer Protagonistin. Zumindest habe ich so in Erinnerung, aber es ist halt auch schon eine Zeit lang her, dass ich das gelesen habe. Deswegen kann es auch nicht mehr hundertprozentig stimmen. Und sie verliebt sich dann in ihn. Und wie es sein kann, dass sie sich in den Mörder ihrer Schwester verliebt, das müsst ihr selbst lesen. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen und ich möchte die Geschichte auch auf alle Fälle nochmal lesen, weil ich die Liebesgeschichte so schön fand. Und kann es euch wirklich nur empfehlen. Dann geht's weiter mit zwei Büchern von René Adier, und zwar The Beautiful and the Damned. Und ich glaube, mit diesen zwei Teilen ist die Reihe auch abgeschlossen. Und wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich ein Riesenfan von Sonne und Morgenröte. Allerdings hat mich die andere Reihe der Autorin nicht wirklich catchen können. Die hat mir gar nicht gefallen, die habe ich abgebrochen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen skeptisch, was die Reihe angeht, weil davor habe ich gedacht, die wird mir hundertprozentig gefallen. Jetzt bin ich mir allerdings unsicher und weiß nicht, was ich zu erwarten habe. Es ist auf alle Fälle kein Jugendbuch mehr, sondern Erwachsenen-Fantasy und ich habe mitbekommen, dass es sehr brutal sein soll. Also lasse ich mich auch hier überraschen und bin gespannt, aber auch ein bisschen zurückgehalten, einfach weil mir die andere Reihe überhaupt nicht von ihr gefallen hat. Dann geht's weiter mit A Whispered Curse von Livia Hayden. Und auch das ist noch ungelesen und auch da fällt mir gerade nicht ein, worum es in dem Buch eigentlich geht. Aber auch dazu kann ich euch mehr sagen, sobald ich es gelesen habe. Und weiter geht's mit Unchained von Jennifer Armentrout. Auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, aber ich liebe die Autorin und bin mir ziemlich sicher, dass sie auch da wieder was Großartiges geschaffen hat. Und möchte mich deswegen bezüglich des Inhalts einfach nicht spoilern lassen. Ich will gar nichts über das Buch wissen, sondern es einfach anfangen und mich dann in die Geschichte fallen lassen. Einfach weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es mir gefallen wird. Und zu guter Letzt haben wir If He Had Been With Me von Laura Nolan. Und auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, aber hier geht es um eine Friends-to-Lovers-Geschichte. Und der Klappentext teasert schon einen Autounfall an, bei dem die beiden Love-Interests im Auto sind. Und die beiden wachsen miteinander auf und für die Protagonistin entstehen dann auch allmählich Gefühle. Wie es da weitergeht, muss ich allerdings selbst noch lesen, denn auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Dann gehen wir auch schon wieder weiter ins nächste Regalbrett. Und auch dieses seht ihr hier nochmal im Überblick. Und wir beginnen auch hier wieder mit einer Herzensreihe von mir, und zwar Rubinrot von Kerstin Gier, Saphirblau und Smaragdgrün. Und auch diese Reihe mag ich wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Wir haben hier eine Liebesgeschichten-Zeitreise-Geschichte, verpackt in einem sehr lustigen Jugendbuch. Und ich mochte diese Bücher so, so gerne. Den Film leider nicht so, aber die Bücher sind echt grandios. Also falls ihr die noch nicht gelesen habt, dann lest die auf alle Fälle. Und ich weiß, die Cover sehen sehr kitschig aus und irgendwie auch ein bisschen altbacken.
Aber die Bücher sind einfach so, so toll. Also falls ihr auf Romantasy-Geschichten steht, dann ist das auf alle Fälle auch was für euch. Dann geht's weiter mit Shatter Me von Tahereh Mafi. Berühre mich, wenn du dich traust. Und das ist der erste Band der Reihe. Jetzt in dieser neuen, schönen Taschenbuchausgabe. Und in dieser Art werden alle anderen weiteren Bände auch erscheinen. Deswegen habe ich mir auch da jetzt schon mal den ersten Band geholt. Die Geschichte habe ich allerdings noch nicht gelesen. Und dahinter versteckt ist dieses Buch. Stell dir vor, es wäre Frieden von Rainer Engelmann und Claudia Freund. Und das ist ein Kurzgeschichten-, Anekdoten-, Erinnerungs-, Band, also viele, viele kurze Anmerkungen zum Thema Frieden in einem Buch von vielen Autoren. Habe ich auch noch nicht gelesen, aber auch da bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich Shadow Me auch noch in den ursprünglichen deutschen Ausgaben, und zwar Ich fürchte mich nicht, rette mich vor dir und ich brenne für dich. Und ich habe mir die ersten letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht, dann habe ich sie mir gekauft und jetzt kommt die komplette Reihe auf Deutsch raus, aber mit ganz anderen Covern. Ja, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Und auch diese Reihe wird jetzt und wurde damals mega gehypt. In der Geschichte geht es um ein Mädchen, das mit ihrer Berührung Menschen töten kann. Und ich glaube, sie wird deswegen auch eingesperrt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß nur, dass es mega gehypt wurde und als unglaublich gute Dystopie dargestellt wurde. Deswegen wollte ich es unbedingt lesen und habe die schon ganz, ganz lange auf meiner Wunschliste und musste jetzt unbedingt auch mal anfangen zu lesen. Dann geht's weiter mit der Reihe von Emma Chase. Der eigentlich vierte Band, Queen of Passion, also die Geschichte der Mutter von unseren Geschwistern in den anderen drei Bänden. Der erste Band, Prince of Passion, Nicholas. Der zweite Band, Henry. Und der dritte Band, Logan. Und auch diese Reihe mochte ich wahnsinnig gerne. Wir haben hier auch wieder New Adult-Erotik-Geschichten. Und im ersten Band, also es geht in jedem Band um andere Protagonisten, im ersten Band haben wir den ersten Thronfolger, der sich mehr oder weniger in ein Straßenmädchen verliebt. Im zweiten Band wird so eine Art Dating-Show für den Prinz veranstaltet. Und worum es im dritten Band geht, dürft ihr selber herausfinden. Das will ich nicht spoilern. Aber wie gesagt, die Geschichten gefallen mir so, so gut. Sie sind so witzig und so toll und die Liebesgeschichten sind auch sehr schön geschrieben. Also falls ihr auf Royal Romance steht, dann ist es auf alle Fälle auch was für euch. Und dann kommen wir auch noch zu einer Fantasy-Reihe, die ich auch sehr, sehr gerne mag und die ich schon Ewigkeiten habe. Das ist, glaube ich, mit einer der ersten Fantasy-Reihen, die ich mir selbst gekauft habe. Und zwar Der Kuss des Meeres, Das Flüstern der Wellen und Der Ruf des Ozeans von Anna Banks. Und falls ihr auf Meerjungfrauen und Liebesgeschichten und Romantasy steht, dann ist das wirklich eine Reihe für euch. Ich habe es von der ersten Seite an geliebt und habe die so durchgesuchtet. Also das ist eine meiner absoluten Herzensreihen, von der ich auch das Gefühl habe, dass die viele Leute einfach noch nicht kennen. Und falls Meerjungfrauen was für euch sind, dann schaut euch diese Bücher auf alle Fälle an. Mich haben die absolut weggefegt. Die sind so magisch und so leidenschaftlich erzählt, dass die für mich zu einem Must-Have geworden sind. Und auch zu Büchern, die ich sicher noch öfter lesen werde. Und zu guter Letzt habe ich in diesem Regal Midnight Sun von Trish Cook. Und wie ihr sehen könnt, wurde dieses Buch auch verfilmt. Der Film war auch ganz nett, aber ich mochte das Buch tatsächlich lieber. In der Geschichte geht es um ein Mädchen, das mehr oder weniger allergisch auf die Sonne reagiert, aber so extrem, dass sie davon ganz, ganz schnell Hautkrebs bekommt. Und tatsächlich Gefahr besteht, wenn sie sich dem Sonnenlicht preisgibt, daran auch relativ schnell zu sterben. Jedoch verliebt sie sich dann in einen Jungen und möchte einfach nur normal sein. Und wie es mit den beiden weitergeht, müsst ihr selber herausfinden. Ich fand die Geschichte sehr, sehr schön. Mich hat sie auf alle Fälle mitgenommen und ich werde sie definitiv auch nochmal lesen. Und dann wandern wir wieder einen Stockwerk weiter runter. Und auch hier bekommt ihr erstmal einen Gesamtüberblick über dieses Regalbrett. Und ich habe versucht, mein Bestes zu geben und dieses Regal so ein bisschen nach Farben zu sortieren. Und das Ganze beginnt mit We Don't Lie Anymore von Julie Johnson. Allerdings habe ich auch dieses Buch noch nicht gelesen. Es ist, glaube ich, auch der zweite Band einer Reihe. Bedeutet, ich brauche erstmal den ersten Band und dann können wir weiterschauen. Nicht so wie bei Love Unscripted von Kylie Scott. Das Ganze scheint ein Einzelgänger zu sein. Und auch hier geht es wieder um eine Fake-Beziehung, aus der natürlich wieder mehr wird. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Schauspieler ist. Doch, das ist ein Schauspieler, okay. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber er ist ein Schauspieler, muss seinen Ruf wiederherstellen, beginnt eine Fake-Beziehung mit einem Mädel und dann wird daraus mehr. Genau. Bin ich gespannt drauf, habe ich noch nicht gelesen, aber ich hoffe, dass es mich begeistern kann. Dann habe ich hier den eigentlich vierten Band der Reihe und zwar Rockstars küsst man nicht von Kylie Scott. Und ich möchte die Reihe auch erst beginnen, wenn ich alle vier Teile da habe. Denn ich weiß, dass auch diese Reihe vor ein paar Jahren mega gehypt war und ich möchte die auf alle Fälle lesen. Und ich liebe ja sowieso schon Rockstar-Geschichten, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Aber ich würde sie halt auch gerne in der Reihenfolge lesen, in der sie erschienen sind. Deswegen muss ich noch warten, bis ich die ersten Teile da habe.
Und weiter geht's mit The Brooklyn Years, wonach wir uns sehnen, von Serena Bowen. Und auch das ist ein Band mitten aus der Reihe, deswegen kann ich mit dem jetzt auch noch nicht einfach loslegen. Aber da ich von Serena Bowen sowieso schon sehr, sehr lange was anfangen wollte, eigentlich The Ivy Years, versuche ich auch da jetzt mal an die ersten Bände zu kommen und fange dann die Reihe an. Ich habe mir jetzt von dem Band den Klappentext nicht durchgelesen, einfach um mich nicht zu spoilern. Aber ich weiß, dass es eine New Adult-Geschichte ist und es reicht mir und damit bin ich happy und ich schaue einfach weiter, wenn ich die anderen Bände da habe. Dann geht's weiter mit High Hopes, dem ersten Band von Whitestone Hospital von Ava Reed. Und dieses Buch habe ich tatsächlich jetzt schon gelesen. In der Geschichte geht es um Laura und sie zieht für ihre Assistenzarztzeit an einen ganz neuen Ort, weit weg von ihrem Ex, mit dem sie nichts mehr zu tun haben möchte, und trifft dort dann während ihrer Assistenzarztzeit auf sehr interessante Männer. Und welche diese sind, müsst ihr selber lesen. Ich fand das Buch sehr, sehr gut. Es hat 4 Sterne von mir bekommen. Es hat mich super unterhalten. Es hat mich ein bisschen an Grey's Anatomy erinnert, aber nicht so sehr, als dass ich das Gefühl hätte, dass das irgendwie kopiert ist. Und ich kann nicht mehr sagen, außer dass es mir wirklich gut gefallen hat und ich einfach Spaß mit dem Protagonisten hatte, mit der Geschichte an sich. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, falls ihr auch Fans von Grey's Anatomy seid. Dann wird euch auch dieses Buch wahrscheinlich gefallen. Dann geht's weiter mit Crew Castaways von LG Shen. Und auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen. Allerdings möchte ich mich gern nochmal an die Autorin rantrauen und mal schauen, ob sie mittlerweile vielleicht doch was für mich ist. Geschmäcker verändern sich ja und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es eine Autorin für mich sein könnte. Vielleicht hatte ich einfach die falschen Bücher in der Hand und deswegen probiere ich es gerne nochmal aus und schaue, wie mir dieses Buch von ihr gefallen wird. Dann geht's weiter mit All My Golden Memories von Munia Jayawant. Und hier haben wir wieder eine New Adult-Geschichte im High Society-Raum. Es geht um Luxushotelketten, Skandale, Familienfäden etc. pp. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet und freue mich auf die Geschichte. Ähnlich wie auf Like Water in Our Hands von Mavish Sohail. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, um kulturelle Schwierigkeiten. Irgendwie was in der Richtung. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich den Klappentext durchgelesen habe. Aber ich bin auch hier sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich darauf, was Neues auszuprobieren. Dann geht's weiter mit Truly von Ava Reed. Und nachdem ich jetzt High Hopes von ihr gelesen habe, bin ich noch mehr guter Dinge, dass mir auch dieses Buch gefallen wird. Und ich habe auch hier keine Ahnung mehr, worum es geht. Ich weiß nur, dass es damals gehypt wurde und ich wurde angefixt, habe es mir deswegen gekauft. Und jetzt, nachdem ich weiß, dass ich den Schreibstil und die Charaktere der Autorin mag, bin ich gespannt, was die Geschichte für mich bereithalten wird. Und ich werde mir mit Sicherheit noch viele weitere Bücher der Autorin holen. Sie hat ja schon einiges geschrieben, deswegen geht mir der Lesestoff definitiv nicht aus. Und da haben wir dann auch schon den zweiten Teil vom Whitestone Hospital, und zwar Drowning Souls. Den habe ich noch nicht gelesen, aber auch da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es nicht ganz so gut sein soll oder nicht ganz so gut sein wird wie der erste Band. Deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch, aber ich liebe das Cover. Ich finde das so, so schön. Und ich freue mich natürlich trotzdem auf die Folgebände von der Reihe. Dann geht's weiter mit Rockstars bleiben nicht für immer von Kylie Scott. Und das ist jetzt Band Nummer 3. Und auch da habe ich mir den Inhalt nicht durchgelesen. Selbes Spiel wie beim 4. Band. Und die ersten 2, die hole ich mir auch noch. Dann geht's weiter mit The Vicious Grace, die Auserwählte von Emily Tiede. Und auch in diesem Buch geht es um eine Protagonistin, die mit ihrer Berührung ganz viel Leid verursachen kann. Jedoch ist es ein bisschen schwer, wenn sie sich in jemanden verliebt und den eigentlich anfassen möchte. Und wie es da weitergeht, muss ich selber lesen. Das Ganze ist eine Fantasy-Geschichte, aber dadurch, dass es im Lux Verlag erschienen ist, gehe ich einfach mal davon aus, dass es wahrscheinlich auch 1-2 Erotik-Szenen geben wird. Und auch hier bin ich sehr gespannt darauf, was mich erwarten wird. Dann geht's weiter mit Every Little Secret und Every Little Lie von Kim Nina Ocker. Und diese Reihe ist mit diesen beiden Bänden auch abgeschlossen. Und einerseits freue ich mich drauf, andererseits irgendwie auch nicht, weil ich habe mir sagen lassen, dass die Geschichte in Richtung Westville gehen soll. Und den ersten Band fand ich ja super, super gut, die Folgebände allerdings nicht so. Deswegen bin ich ein bisschen unsicher, ob mir die Reihe gefallen wird. Aber ich werde es einfach ausprobieren und dann auch gleich mitkriegen, ob die Autorin was für mich ist. Denn von der Autorin habe ich bis jetzt auch noch nichts gelesen. Und zu guter Letzt habe ich Count on You von Morgan Moncomble. Und von der Autorin habe ich auch noch nichts gelesen. Das ist allerdings auch der 2. Band, also da fehlt mir noch der 1. Und ich bin auch hier sehr gespannt, wie mir die Reihe gefallen wird und auch die Autorin. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist sie Französin und ich glaube, ich habe noch nie einen Liebesroman von einer Französin gelesen und bin deswegen sehr gespannt, was mich hier dann erwarten wird.
Und dann fahren wir auch schon wieder ein Stockwerk weiter runter und kommen zu meinem Brittany C. Cherry Shrine. Und dieses beginnt mit dieser Reihe, und zwar durch die kälteste Nacht, gegen den bittersten Sturm, über die dunkelste See und bis zum hellsten Morgen. Habe ich bis jetzt alle noch nicht gelesen, aber ich bin mir auch hier ziemlich sicher, dass mir die alle gefallen werden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es auch hier in jedem Band um andere Protagonisten. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf die Geschichten. Ich liebe die Autorin und ja, ich bin mir einfach sicher, dass sie mich nicht enttäuschen wird. Deswegen lese ich mir auch bei ihr die Klappentexte nicht mehr durch, sondern kaufe die Bücher einfach blind. Und dann machen wir auch schon weiter mit der nächsten Reihe von ihr. Nämlich Wie die Ruhe vor dem Sturm, Wie die Stille vor dem Fall. Und der zweite Band von Wie die Stille vor dem Fall. Den ersten Band habe ich schon gelesen und fand ihn auch wieder wahnsinnig, wahnsinnig gut. Der hat wieder 5 Sterne von mir bekommen. Sie hat mich absolut mitgerissen. Ich habe es geliebt, geheult, gelacht. Also alles, was ich haben möchte. Und in diesen beiden Bänden geht es um einen Charakter aus dem ersten Band durch beide Bände hinweg. Also haben wir, ich glaube, das erste Mal für mich, dass ich dann ein Buch lese von Brittany C. Cherry, das sich auf 2 Bücher verteilt. Also sonst haben wir ja in jedem Band wieder neue Protagonisten, neue Orte und eigentlich haben die Bücher nichts mit den anderen Büchern zu tun. Und ich bin gespannt, wie es dann hier sein wird, aber wahrscheinlich großartig, so wie ich es halt von ihr gewohnt bin. Deswegen freue ich mich auch hier riesig über die Geschichten und kann euch auf alle Fälle Wie die Ruhe vor dem Sturm nur ans Herz legen. In der Geschichte geht es darum, dass unsere Protagonistin erfährt, dass ihre Mutter Krebs hat und in dieser schwierigen Zeit freundet sie sich mit jemandem an, in den sie sich dann auch verliebt. Und wie es mit den beiden durch diese schwere Zeit hinweg weitergeht, müsst ihr selbst lesen. Wie gesagt, ich habe es absolut geliebt und kann es euch wirklich nur empfehlen. Und weiter geht's mit Wenn Donner und Licht sich berühren und Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Und auch die beiden Bücher fand ich wahnsinnig toll. Auch hier habe ich den ersten Band 5 Sterne gegeben. In der Geschichte geht es um ein junges Mädchen, das von ihrer Mutter zu dem nächsten Popstar, Weltstar antrainiert wird. Das heißt, sie hat wenig Freiraum, wenig Freizeit und ihr größter Wunsch ist es, auf eine ganz normale Schule zu gehen. Und dieser Traum wird für sie wahr und dort trifft sie auf einen jungen Mann, für den die Schulzeit die Hölle ist. Er wird nämlich gemobbt und zwar aufs Übelste. Jedoch verbindet die beiden eins und zwar die Musik. Und wie es mit den beiden weitergeht, müsst ihr auch selber lesen, aber absolutes Highlight, also 5 Sterne, das hat mir so, so gut gefallen. Und der zweite Band, wie gesagt, die Geschichten haben nichts miteinander zu tun, die haben einfach nur ähnliche Cover. Geht es um eine Frau, die sich von ihrem Mann trennt, denn dieser hat sie betrogen. Und daraufhin geht sie zurück in ihr kleines Dörfchen, in dem sie aufgewachsen ist und freundet sich unfreiwillig mit dem Bad Boy aus diesem Dorf an. Und mit der Zeit wird da wahrscheinlich auch mehr draus, müsst ihr selber lesen. Hat mir auch super gut gefallen, hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Fand ich jetzt aber nicht ganz so krass emotional wie den ersten Band. Dann geht's weiter mit der neuesten Reihe von ihr, und zwar Denn ohne Musik werden wir ertrinken. Und auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, da lasse ich mich dann auch reinfallen. Ich habe die Vermutung, dass es vielleicht wieder um Rockstars gehen wird, beziehungsweise das erste Mal bei Brittany C. Cherry. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Und dann geht's weiter mit dieser Reihe, Wie die Luft zum Atmen, Wie das Feuer zwischen uns, Wie die Stille unter Wasser und Wie die Erde um die Sonne. Und der erste Band hat auch wieder 4 Sterne von mir bekommen. Das Ganze ist, wie das Cover es auch schon vermuten lässt, sehr, sehr düster und traurig. Unsere Protagonistin hat ein Kind und sie verliebt sich in einen Mann, der beides verloren hat, und zwar seine Frau und sein Kind. Und wie es mit den beiden weitergeht, müsst ihr selber lesen. Ich fand die Geschichte trotzdem sehr, sehr gut. Allerdings war es jetzt auch wieder nicht mein absolutes Highlight. Anders jedoch beim zweiten Band, den fand ich unfassbar gut. Der war so, so toll. Und wenn ich es da richtig in Erinnerung habe, ging es um beste Freunde oder 2 Jugendliche, die sich angefreundet haben, allerdings auch aus 2 verschiedenen Welten kommen. Denn während der eine in Armut aufwächst, wächst die andere in Wohlhaben auf. Und wie es mit den beiden weitergeht, müsst ihr selbst lesen. Das hat 5 Sterne von mir bekommen. Ich fand das so, so gut. Dann geht's weiter mit dem dritten Band. Und da, das ist bis jetzt wirklich das schlechteste Buch, das ich von der Autorin gelesen habe. Aber auch dieses Buch hat, glaube ich, 3,5 oder 4 Sterne von mir bekommen. In der Geschichte geht es darum, dass unsere Protagonistin als Kind was ganz, ganz Traumatisches miterlebt. Und zwar sieht sie, wie eine Frau ermordet wird. Und daraufhin ist sie stumm. Trotzdem verliebt sie sich in einen der Freunde ihres Bruders. Und wie es da weitergeht, müsst ihr selbst lesen. Wie gesagt, fand ich bis jetzt am schwächsten. Mir ging das ziemlich auf den Keks, dass die Dame nichts gesagt hat. Und ich weiß, dass das eine psychische Erkrankung ist. Trotzdem ging mir das zu lange. Für mich hätte die viel, viel früher den Mund schon aufmachen können. Aber ich weiß, dass es für viele andere ein absolutes Highlight war. Aber so verschieden sind halt einfach Geschmäcker.
Ich fand es trotzdem gut, aber nicht ansatzweise so gut wie alle anderen Bücher von ihr. Und zu guter Letzt haben wir Wie die Erde um die Sonne. Und in der Geschichte geht es um einen Schriftsteller, der gerade seinen Vater verloren hat und auf der Beerdigung die Gärtnerin kennenlernt, die die Blumenbouquets für die Beerdigung liefert. Allerdings verpatzt sie das Ganze ein bisschen. Jedoch ist sie selbst ein Riesenfan von diesem Autor und möchte natürlich keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und wie es mit den beiden weitergeht, müsst ihr auch selbst lesen. Auch das hat, glaube ich, wieder 4 Sterne von mir bekommen oder 4,5. Also es war schon recht nah an einem absoluten Highlight dran, aber ich glaube noch nicht hundertprozentig. Nichtsdestotrotz einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Und falls ihr auf emotionale New Adult-Geschichten steht, dann ist es auf alle Fälle was für euch. Und auch das untere Regalbrett seht ihr hier jetzt nochmal im Überblick. Und dieses startet mit einem Buch, das ich auch schon ewig auf dem Sub habe. Und zwar Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Und es gab ja so eine, ich glaube es war auch eine Trilogie, in dem Autoren verschiedene Superhelden einfach nochmal neu erzählt haben, beziehungsweise deren Geschichte erzählt haben. Ist aber auch schon super lang her. Ich weiß, dass man die unabhängig voneinander lesen kann und habe das Buch, glaube ich, mal als Lesexemplar bekommen. Ja, genau, da steht's ja. Aber habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Dann geht's weiter mit einem dritten Band und zwar Geborgen von Veronica Rossi in unendlicher Weite. Und ja, mir fehlt halt der erste und der zweite. Ich habe die alle mal zur selben Zeit gebraucht bestellt. Allerdings kamen die ersten 2 Bände nicht ganz so gut an. Also der erste hatte keinen Schutzumschlag und ich glaube, beim zweiten war noch irgendwas. Deswegen habe ich die wieder zurückgeschickt, aber ich habe schon wieder eine neue Bestellung unterwegs und hoffe, dass die da dann in einem bisschen besseren Zustand mit dabei sind. Aber ich freue mich wahnsinnig auf diese Reihe, denn auch die wurde früher sehr gehypt. Das ist eine Dystopie und ich freue mich da super, super doll drauf und hoffe, dass sie mir gefallen wird. Dann geht's wieder weiter mit einem anderen Leseexemplar und zwar Die Göttinnen von Oterra, Golden wie Blut. Und auch das habe ich noch nicht gelesen. Aber auch dieses Buch wurde mir sehr ans Herz gelegt und ich vertraue einfach der Empfehlung und hoffe, dass es mir auch gefallen wird. Dann geht's wieder weiter mit einer Reihe und zwar Hush von Dylan Farrow, Verbotene Worte und Ende des Schweigens. Und ich glaube, mit diesen 2 Bänden ist die Reihe auch schon wieder beendet. Auch das war eine Buchempfehlung, die ich mir einfach gekauft habe und mich überraschen lasse. Deswegen kann ich euch auch zu diesen Büchern nicht allzu viel sagen. Dann geht's weiter mit Fire and Frost vom Eis berührt von Ellie Blake. Und auch von der Autorin habe ich noch nichts gelesen, aber auch diese Reihe wurde wahnsinnig gehypt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir da das Eisvolk und das Feuervolk. Und unsere Protagonistin soll, glaube ich, mit jemandem vom Feuervolk verheiratet werden. Irgendwie sowas. Das habe ich auch schon seit Ewigkeiten. Also das ist ein Buch, das habe ich auch schon gehabt, als ich noch daheim gewohnt habe und das ist eine Weile her. Aber auch da habe ich einfach auf die Empfehlung vertraut und hoffe, dass es mir gefallen wird und bin gespannt, was mich da erwarten wird. Ähnlich wie beim nächsten Band und zwar Gefangen zwischen den Welten von Sarah Oliver. Und an dieses Buch erinnere ich mich ganz genau, denn die Empfehlung hatte ich von einer Kundin in der Buchhandlung und wir hatten einen sehr, sehr ähnlichen Lesegeschmack und dann hat sie mir dieses Buch empfohlen und ich habe es mir dann auch sofort gekauft. Also irgendwie hat sie mir mehr Bücher verkauft als ich ihr, aber mei, so kann das halt auch mal passieren. Und soweit ich weiß, gibt es in dieser Welt eben Paralleluniversen, aber viel mehr weiß ich dazu eigentlich gar nicht. Trotzdem bin ich auch hier gespannt, was mich erwarten wird. Dann geht's weiter mit Partum, wie die Liebe so kalt von Stefanie Neeb. Und auch da habe ich mir den Klappentext durchgelesen und es hat mich sehr angesprochen. Deswegen habe ich es mir gekauft, aber mittlerweile habe ich schon wieder vergessen. Deswegen kann ich euch auch zu dem Buch nicht allzu viel erzählen. Dann geht's weiter mit Das letzte Dornröschen, Märchenfluch von Claudia Siegmann. Und das ist auch wieder eine Trilogie. Wir haben unsere Märchenprinzessinnen, die alle aber ganz schön anders sind, als wir sie aus den Märchen kennen. Und sobald es in Büchern um Märchen geht, bin ich sofort dabei. Deswegen habe ich mir auch dieses Buch gekauft und ich hoffe, dass es mich catchen wird. Ich habe da auf alle Fälle große Hoffnungen, dass mir auch dieses Buch sehr gefallen wird. Dann geht's weiter mit der Waterfire-Saga, Das Lied der Meere von Jennifer Donnelly. Und von der Autorin habe ich ja die 3 historischen Romane noch hier, aber ich habe dann auch gesehen, dass sie eben Jugendromane geschrieben hat. Und Fantasy-Bücher mit Meerjungfrauen, da stehe ich so sehr drauf. Ich liebe Meerjungfrauengeschichten. Leider gibt es zu dem Thema nicht so viel. Also falls ihr Empfehlungen habt, dann schreibt mir die auf alle Fälle in die Kommentare. Ich hole mir die sofort, weil wie gesagt, Unterwasser, Meerjungfrau, Fantasy, Liebesgeschichte, ich bin sofort dabei. Allerdings habe ich auch dieses Buch noch nicht gelesen. Und es ist auch der erste Teil einer Reihe, aber ich glaube, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, die Folgebände zu bekommen. Deswegen muss ich auch da mal schauen. Aber ich freue mich da auf alle Fälle sehr auf die Geschichte. Und dann habe ich noch eine Dilogie von Mary Lou und zwar Warcross. Das Spiel ist eröffnet und neue Regeln, neues Spiel.
Und von Mary Lou habe ich damals die Legend-Trilogie aus der Bibliothek ausgeliehen und gelesen. Und die habe ich so, so schnell weggesuchtet. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen bin ich auch sehr optimistisch gestimmt, dass mir diese Bücher von ihr gefallen werden. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geht es in der Welt darum, dass ein Spiel entwickelt wurde und es ist mehr oder weniger so eine zweite Realität. Also die meisten Leute leben nicht mehr in der Wirklichkeit, sondern in diesem Spiel. Allerdings versuchen dann, glaube ich, welche auszubrechen und irgendwie funktioniert das nicht. Und dann sind sie mehr oder weniger in dem Spiel gefangen. Kann sein, dass ich das komplett falsch wiedergebe. Ich habe es noch nicht gelesen und dass ich den Klappentext gelesen habe, ist auch schon eine Ewigkeit her. Aber auch auf die Bücher freue ich mich wahnsinnig, weil ich einfach weiß, dass die Autorin gut schreiben kann. Und ich glaube, dass sie einfach wieder was Geiles geschrieben hat. Dann habt ihr auch hier nochmal das nächste Regalbrett im Überblick. Dieses beginnt mit einem Jugendbuch, Science-Fiction-Dystopie-Buch, irgendwie so. Und zwar Diabolic, vom Zorn geküsst, von S.J. Kincaid. Und auch dieses Buch habe ich mir geholt, weil es wahnsinnig gehypt wurde und alle haben davon geschwärmt. Die Reihe wurde allerdings nie vollständig übersetzt, also der zweite ist rausgekommen und danach soll auch ein krasser Cliffhanger kommen. Und der dritte wurde einfach nie übersetzt. Nichtsdestotrotz möchte ich die Geschichte lesen, einfach weil ich mir eine gute Geschichte nicht entgehen lassen möchte, nur weil das Ende nicht übersetzt wurde. Deswegen bin ich auch da sehr gespannt drauf und freue mich einfach auf die Geschichte. Dann geht's weiter mit Die Einzige in deinen Augen, die Unendlichkeit von Jessica Curry. Und auch dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, allerdings habe ich das immer wieder bei uns in der Bibliothek stehen sehen. Und es ist ein Einzelband. Das Ganze soll, glaube ich, so ein Survival-Jugendbuch sein. Und ich habe zu dem Buch ehrlich gesagt nicht allzu viel gehört, aber ich dachte mir, als ich von daheim weggezogen bin, dass ich dieses Buch wahrscheinlich aus den Augen verlieren werde, da ich nicht mehr so oft in die Bibliothek gehe. Deswegen habe ich es mir damals gekauft, dass ich das Buch nicht vergesse. Und ja, jetzt ist es immer noch hier ungelesen, aber nach wie vor eine Geschichte, auf die ich mich auch sehr freue. Dann geht's weiter mit Die Töchter des Mondes-Reihe. Kate und Sternenfluch von Jessica Spotswood. Und auch diese Trilogie wurde sowas von gehypt. Ich habe leider nur die ersten zwei Bände da und es ist auch sehr schwierig, an den dritten Band zu kommen. In den Büchern geht es um Hexen und wie gesagt, ich bin da mega gespannt drauf. Ich will wissen, was es mit diesem Hype damals auf sich hatte und freue mich mega auf diese Bücher. Dann geht's weiter mit Golden Darkness, Stadt aus Licht und Schatten von Sarah Rees Brennan. Und von dem Buch habe ich wieder gar nichts gehört, aber das gab es mal günstig bei Avell und ich habe mir den Klappentext durchgelesen, der hat mich angesprochen und dann habe ich es mir geholt, aber seitdem auch noch nicht gelesen. Dann geht's weiter mit einem zweiten Band und zwar Before Destiny, der Schwur der Göttin von Greta Milan. Und auch das habe ich noch nicht gelesen. Wie gesagt, ich habe den ersten Band nicht da, aber mich hat die Story angefixt und mich haben die Cover angelacht. Weshalb ich auch hier sehr gespannt auf die Geschichte bin und ich freue mich einfach drauf, mich da reinzustürzen, wenn ich den ersten Band da habe. Dann geht's weiter mit einem, so wie ich hoffe, Meerjungfrauenbuch und zwar Meeresglühen, Geheimnis in der Tiefe von Anna Fleck. Und auch das ist der erste Band einer Trilogie. Allerdings habe ich auch dieses Buch noch nicht gelesen. Trotzdem habe ich bis jetzt nur Gutes über dieses Buch gehört und ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass es mich auch begeistern kann. Dann geht's weiter mit Wicca Creed von Mara Wolf. Und in dem Buch geht es um eine Wicca. Was es ist, muss ich selber noch herausfinden. Aber sie hat mehr oder weniger die Gabe, ich glaube, Erinnerungen zu sehen, auch von Toten. Irgendwie sowas war das. Und nachdem immer mehr Wiccas quasi getötet werden, wird sie von ihrem Großvater, glaube ich, in Schutz genommen und er holt sie quasi zu sich. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Trotzdem bin ich sehr gespannt, weil Mara Wolf ist eine Autorin, die sehr, sehr gehypt wird und ich freue mich darauf und hoffe, dass sie auch mich so begeistern kann wie die anderen Leute bisher. Das Buch hat auch so einen geilen Buchschnitt, den zeige ich euch auch nochmal. Dann geht's weiter mit The Grace Year von Kim Liggett. Ihr Widerstand ist die Liebe und das ist ein Einzelband. Auch hier habe ich mir sagen lassen, dass es in die Richtung von Tribute von Panem geht, aber mit ein bisschen mehr Liebesgeschichte und ich bin gespannt. Ich freue mich darauf. Mich hat das Cover irgendwie auch sehr angesprochen. Ich finde das sehr, sehr schön und lass mich auch hier einfach überraschen. Ich freue mich so auf die Geschichte. Dann geht's weiter mit einem meiner absoluten Lieblingsbücher und wenn ihr Das Schicksal ist ein mieser Verräter mochtet, dann holt euch dieses Buch. Ich habe es so geliebt, 5 Sterne plus. Das Ganze ist eine Friends-to-Lovers-Geschichte und unsere Protagonistin fährt mit ihrem besten Freund einfach mal mit dem Auto weg. Die haben einen Roadtrip zusammen und mehr oder weniger die Zeit ihres Lebens. Der Protagonist ist einfach so der perfekte Book-Boyfriend, also falls ihr die Story noch nicht kennt, es ist so, so eine schöne Liebesgeschichte und auch so witzig. Also wie gesagt, falls ihr Schicksal ist in dieser Verräter mochtet, dann werdet ihr dieses Buch wahrscheinlich auch lieben. Von daher an dieser Stelle eine absolute Empfehlung von mir. Dann geht's auch hier weiter mit einer Reihe, die ich sehr, sehr mag. Und zwar Crave von Tracy Wolf, Crush,
Corvette und Cord. Und in diesen Büchern geht es um Grace. Sie verliert beide ihre Eltern bei einem Autounfall und kommt deswegen auf das Internat ihres Onkels. Dass sie jedoch der einzige Mensch auf diesem Internat ist, weiß sie nicht. Und dass alle anderen ein Problem damit haben, dass sie eben nur ein Mensch ist, kriegt sie sehr, sehr schnell zu spüren. Und diese Bücher, also den ersten fand ich sehr, sehr gut, den zweiten mochte ich am allerliebsten. Ich finde, der dritte und vierte haben jetzt schon ein bisschen nachgelassen. Aber die ersten zwei Bände waren so, so gut. Und die Autorin schafft es einfach, jedes Mal das Ende so heftig zu machen. Also die schafft es wirklich, super Cliffhanger zu setzen, sodass du, sobald du ein Buch beendet hast, sofort das nächste lesen möchtest. Und ich warte jetzt schon seit Monaten sehnsüchtig auf Band Nummer 5. Leider erscheint er ja erst im Herbst diesen Jahres, aber ich freue mich da riesig drauf. Ich bin so, so gespannt, wie es mit den Charakteren weitergeht. Und ich meine, die Bücher haben eine epische Liebesgeschichte. Es sind auch wahnsinnig humorvoll. Es sind sehr, sehr kurze Kapitel. Und man kann diese Bücher einfach richtig schnell wegsuchten, obwohl sie so krass dick sind. Und ich mag auch die Welt, die die Autorin dort geschaffen hat. Also wir sind in Alaska mitten im Nirgendwo. Und es ist Winterkulisse. Es ist alles eiskalt. Und oh, ich liebe den Winter. Deswegen war das so ein richtiger Wohlfühlort für mich. Und ich kann euch die Reihe echt nur ans Herz legen, wenn ihr auf Romantasy-Geschichten steht. Und hier seht ihr auch das nächste Regalbrett im Überblick, was eigentlich nur eine Reihe ist, die ich aber absolut liebe und euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Und zwar Morgentau, Abendsonne, Nachtblüte und Tagwind. Und auch diese Bücher waren Buchempfehlungen, die ich mir so aus BookTube rausgesucht habe. Und ich wurde wirklich nicht enttäuscht. Die Bücher sind so, so gut. Es geht in jedem Band um andere Protagonisten. Und im Genaueren geht es darum, dass wir hier eine Welt haben, in der Gaia, die mehr oder weniger Mutter der Jahreszeiten, für ihre vier Söhne immer wieder ein Mädchen aussucht, das quasi für ein Jahrhundert mit diesen Söhnen vereint sein soll, dass sie nicht so allein sind, und dann kommt schon das nächste Mädchen. Und jedes Mädchen, das ausgesucht wird, verbringt mit allen vier Söhnen eine gewisse Zeit und muss sich eben dann entscheiden, mit wem sie das ganze Jahrhundert verbringen möchte. Und ich mochte diese Bücher so, so gerne. Ich musste bei jedem heulen. Die waren alle so gut und die haben mich so ergriffen. Also das waren echt so schöne romantische Geschichten, so wunderschön und magisch und traumhaft. Und ich meine, ihr seht die Cover. So könnt ihr euch auch die Bücher vorstellen. Also wirklich einfach wunderschön und eine richtig tolle Geschichte. Ich habe die so hintereinander weggesuchtet. Und es sind recht kurze Bücher, aber trotzdem hat die Autorin es geschafft, in diese kurzen Bände so unfassbar viele Gefühle reinzuhauen und so schöne magische Welten. Also ach, ich habe mich so in diese Reihe verliebt und ich werde die auch noch richtig oft lesen. Also das ist wirklich auch einer meiner Herzensreihen. Deswegen auch hier die Empfehlung, falls Romantasy euer Ding ist, dann schaut euch die Reihe unbedingt an. Dann geht's weiter mit dem letzten Regalbrett und auch das seht ihr jetzt hier noch einmal im Überblick. Und dieses Regalbrett beginnt mit einer Erotik-Trilogie, die ich sehr, sehr mochte. Und zwar Beautiful Bastard, Beautiful Stranger und Beautiful Player von Christina Lauren. Und ich habe diese Bücher so verschlungen, mir haben die so, so gut gefallen. Es geht auch hier wieder in jedem Band um andere Charaktere. Und im ersten haben wir, glaube ich, eine Office-Romance. Im zweiten, da heißt es gar nicht mehr, aber ich weiß, dass mir der zweite am besten gefallen hat. Im dritten war es, glaube ich, eine Friends-to-Lovers-Geschichte. Warum ging es um meinen zweiten? Kann ich euch jetzt echt nicht mehr sagen, aber auch diese Bücher haben alle, glaube ich, 4 oder 5 Sterne von mir bekommen. Die waren wirklich, wirklich gut. Ich habe die so weggesuchtet und kann euch auch deswegen diese Bücher nur sehr empfehlen, falls ihr auf Erotikbücher steht. Ich meine, das Ganze sieht wirklich nicht schick aus, aber sie sind sehr, sehr gut. Deswegen habe ich mir dann auch noch eine andere Reihe von ihr geholt, die ich bis jetzt allerdings noch nicht gelesen habe. Und zwar Sweet Filthy Boy, Dark Wild Night und Dirty Rowdy Thing. Da fehlt mir allerdings, glaube ich, noch der 4. Band, glaube ich. Also es sind insgesamt 4 Bände, aber ich weiß nicht, ob es der 4. oder der 2. war. Naja. Nichtsdestotrotz, die Bücher habe ich noch nicht gelesen, aber auch da freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, ich mag die Autoren und ich mochte die eine Trilogie von denen so, so gerne. Deswegen bin ich gespannt und bin mir auch ziemlich sicher, dass mir auch diese Bücher sehr gefallen werden. Dann geht's schon wieder weiter mit anderen Erotikbüchern und zwar Dirty Love, Ich will dir gehören und Ich brauche dich. Und diese Reihe ist mit den 2 Bänden abgeschlossen. Es geht in beiden Teilen um dieselben Protagonisten. Und auch hier habe ich, glaube ich, zu beiden eine Rezension gemacht. Die verlinke ich euch in der Infobox. Ich mochte auch diese Bücher sehr, sehr gerne. Und da kam mal was vor, was ich vorher noch nie hatte. Und zwar hatte die Protagonistin so einen Vergewaltigungskink. Und auch diese Bücher haben mir sehr gut gefallen. Kann ich auch nur empfehlen. Dann geht's weiter mit einer Trilogie von Gina Showalter. Und auch das ist wieder Erotik-Fantasy. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann geht diese Reihe um einen Side-Character oder mehr Side-Characters von der anderen Reihe, die ich auch noch im Regal habe. Die zeige ich euch danach.
Und zwar der erste Band Verruchte Nächte, der zweite Sinnliches Erwachen und der dritte Himmelsfeuer. Und da ich mir so schwer tue mit diesen Reihen, die so ewig, ewig lang sind, dachte ich mir, ich hole mir die Trilogie mal und schaue, ob es mir damit leichter fällt. Jedoch habe ich die noch nicht angefangen, sondern wollte erst die andere Reihe von ihr beenden und die zeige ich euch auch gleich. Und zwar die Herren der Unterwelt-Reihe. Und da habe ich die ersten 7 Bände da. Ich habe allerdings nur die ersten 4 Teile gelesen. Und auch das ist wieder Erotik-Fantasy. Wir haben hier, es waren glaube ich Wächter oder Engel oder irgendwas in der Richtung. Und dann wurden sie verflucht. Und jeder von ihnen, also jeder Einzelne hat eine Sünde, die ihn quasi ausmacht. Also beispielsweise der Tod oder so. Oder Krankheit oder was auch immer. Die tun sich halt aus offensichtlichen Gründen schwer damit, eine Frau zu finden. Naja, aber ich meine, es ist Erotik-Fantasy. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie es dann in den Büchern weitergeht. Und mir haben die ersten Teile sehr, sehr gut gefallen, aber irgendwann habe ich aufgehört weiterzulesen. Auch einfach, weil ich das, also ich habe echt ein Problem mit so ewig langen Reihen. Es sind ja nicht einmal nur diese 7 Bände, mittlerweile sind es ja, keine Ahnung, 13, 14. Aber ich müsste einfach mal den 5. Band in die Hand nehmen und schauen, wie es mir gefällt und ob ich die Reihe weiterlesen möchte. Und dann daraufhin entscheiden, ob ich sie vielleicht abbreche oder mir die anderen Teile hole und weiterlese. Aber das muss ich selbst noch schauen. Dann geht's weiter mit einem Krimi von Ken Follett, und zwar Der Mann aus St. Petersburg. Und soweit ich weiß, ist das auch so ein historischer Krimi. Und dadurch, dass das Ganze in Russland spielt, hat mich das auch nochmal sehr, sehr angelacht. Also ich bin gespannt auf die Geschichte. Mir haben ja die historischen, also die Jahrhunderttrilogie von dem Ken Follett sehr, sehr gut gefallen. Allerdings habe ich die als Hörbuch gehört. Nichtsdestotrotz bin ich auch hier gespannt drauf, aber aktuell bin ich einfach wirklich nicht in Krimi-Stimmung. Deswegen suppt dieses Buch auch schon eine Weile hier vor sich hin. Genauso wie das nächste Buch, und zwar Träume süß, mein Mädchen von Joy Fielding. Und ich hatte ja mal meine riesige Krimi-Phase, die ist allerdings aktuell gestorben. Jedoch verändern sich Geschmäcker immer wieder und ich habe auch irgendwie die Ahnung, / Hoffnung, dass ich irgendwann wieder Krimis lesen möchte und werde. Aber aktuell bin ich einfach viel zu sehr, also schon seit Jahren viel zu sehr, im Romantasy- und New-Adult-Bereich und Erotik-Bereich unterwegs. Und ich glaube, meine Dark-Romance-Liebe hat so ein bisschen meine Krimi-Liebe abgelöst. Ich weiß es nicht genau. Aber ich behalte immer mal wieder gerne Bücher aus anderen Genres hier für den Fall, dass ich doch Lust drauf bekomme. Und wenn das passiert, dann habe ich schon mein Buch da, zu dem ich greifen kann. Deswegen auch da, ich habe Gutes von dem Buch gehört und ich bin gespannt drauf, aber aktuell ist halt wirklich nicht meine Krimi-Phase. Und zu guter Letzt habe ich dann noch eine Biografie über Sophie Scholl. Und ich meine, viele werden wahrscheinlich wissen, wer das ist. Mir wurde dieses Buch ans Herz gelegt. Ich bin gespannt. Ich lese ja auch gerne Biografien. Allerdings müssen das dann auch Leute sein, die mich interessieren. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Aber auch aktuell bin ich nicht so in einer Biografienzeitphase. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darauf. Und wenn auch hier wieder meine Lust auf Biografien zurückkommt, werde ich dieses Buch wahrscheinlich als erstes lesen. Und das war auch schon der 5. Teil meiner Bookshelf-Tour. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auf alle Fälle in die Kommentare, welche Bücher ihr schon gelesen habt und wie sie euch gefallen haben. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.